Meine Damen und Herren, und hier ist er, mein Bekannter, Otzi Ostermann. Ich bin seit 1993 bei Herbert Knebels Affentheater. Der Kontakt kam über gemeinsamen Bekannten zustande. Also wir haben einen Gitarrist gesucht, der auch lustig ist. Und ich habe dann mit ihm telefoniert und habe ihn gefragt, ob er den auch schon mal was schauspielerisch gemacht hat. Dann hat er gesagt, ja, er hätte schon mal als Heidi verkleidet mit einer Bohrmaschine auf der Bühne gesessen. Und das war ein großer Heiterkeitserfolg. Und da war mir klar, das ist unser Mann. Als der Uwe das am Telefon hörte, dann meinte er dann direkt, ich wäre dann der Richtige. Abends nach dem Auftritt habe ich rumprobiert mit Kämmen und Haarspray und so weiter. Und irgendwann plötzlich hatte ich diesen Seitenschall und diese Glocke oben und bin also echt vor Lachen zusammengebrochen, weil ich das so geil fand, wie das aussah. Und dann bin ich einfach irgendwann in ein Perückenstudio gegangen und habe mir eine Perücke genau meine Haarfarbe besorgt und habe dann die Frisur genauso, wie ich sie vorher gekämmt hatte, hatte ich die dann als Perücke. Mädels, ich bin euer heimlicher Traum. Der Name stammt aus einer Knebelnummer, aber wie der Typ irgendwie sich so bewegt und so oder wie er aussieht, das habe ich mir selber ausgedacht. Und er lebt ja mehr von seiner Figur und von seinem, sag ich mal so, von seiner körperlichen Komödie. So eine sprachliche Präsenz, wie der, zum Beispiel der Uwe als Knebel irgendwie an den Tag legt, die kann ich nicht erreichen, weil ich einfach dafür diese stimmlichen Voraussetzungen nicht mitbringe. Im Prinzip der Erfinder der Buddy-Comedy. Eine Sparte, die es bislang noch gar nicht gab. Ich geb Gummi, ich geb Gas, durch meine Kolben geht ein Riesenrot. Der Gedanke, dass das mal so meine Sache ist, mit der Gitarre auf der Bühne zu stehen und Lieder zu komponieren und so, das kam eigentlich schon relativ früh, als ich irgendwie festgestellt habe, dass das bei mir echt verdammt gut läuft. Da waren wir eigentlich habe ich schon ganz früh so einen Gedanken gehabt, ich will auf der Bühne stehen und will rocken. Ich komme ja nun eher aus einem bürgerlichen Hintergrund. Mein Vater war Bauingenieur und Musiker. Galt natürlich jetzt irgendwie nicht viel. Eigentlich war das nicht wirklich en vogue. Eine gewisse Grundfitness gehört auch schon dazu, da so ein bisschen rumzutouren. Und so bin ich dann irgendwann auf Ausdauersport gekommen. Als ich neue Solo-Gitarrenstücke komponieren wollte, habe ich mir eine Lapsteel bauen lassen und habe dann direkt Tag und Nacht Lapsteel gespielt. Das klappte so gut und ich war so begeistert, wie das klingt. Ich bin aber immer wieder angesprochen worden von Leuten nach dem Auftritt, ob es da nicht mal eine CD von gibt. Und irgendwann habe ich dann einfach mal die Stücke, die ich sowieso schon hatte, aufgenommen. Am Anfang war der Absatz etwas schleppend, aber mittlerweile sind sie Gott sei Dank fast alle weg. Ich hoffe, dass es einfach weitergeht bis zur Rente.